So, hallo. Heute fahren wir mal wieder mit dem Motorrad ein bisschen. Die Dorn und ich haben ein bisschen Zeit. Ganz spontan werden wir nach Kapong fahren zu den heißen Quellen. Da nehmen wir euch dann mal mit. Hoffe, euch interessiert es. Fahraufnahmen werde ich keine machen. Einfach nur, wenn wir da sind. Also von daher schauen wir mal. Noch ein Stopp zwischendrin, vielleicht beim Buddha in Bark Veeb. Sie bei gerade? Da kauft man jetzt Eier. Ja. Die kann man dann in der Quelle kochen. Fünf Batten Ei. Das geht ja eigentlich, ne? Mit Körbchen. Das gibt man nachher wieder zurück. Gibt es gerade noch? Ja, ja. Zehn von denen, was sind das? Wachteleier oder was? Vogeleier? Ja, Vogeleier. Hey. Das ist auch ein schönes Plätzle eigentlich hier, gell? Seit wir das letzte Mal da sind, hat sich da ein bisschen was verändert. Da gab es eigentlich nichts, hat ausgesehen wie eine Kiesgrube. Jetzt haben sie hier echt einiges gemacht. Schöne Brückchen, kommt mal gut rüber. Und da vorne abgesperrt. Gucken wir es uns mal aus der Nähe an. Ja, das ist so ein Becken. Warte mal, ich komme gleich rüber. Und hier sind dann auch wieder Überlauf. Und das heiße Wasser haben sie sich hier unten dann so kleine Becken, wo es dann angestaut wird. Setzen sich die Leute dann normalerweise auch rein. Jetzt gehen wir mal Eier kochen. Okay, hier steht es ja auch. No swim. Also wenn, dann machst du das nur einmal, glaube ich. Oh ja, da kann man schon sehen. Warte mal. Da kann man schon sehen, da blubbert es richtig raus. Ja, jetzt machen wir deine Eier da rein zum Kochen. Ja, fallen wir nicht rein. Ja, hast du auf die Uhr geguckt? Ich hätte gern so 5 Minuten Ei. Ja, das riecht hier so ein bisschen. Also jetzt gerade hier kommt der Wind ein bisschen rüber. Riecht so ein bisschen auch nach faulen Eier. Ja, früher haben mir das die Thais auch erzählt. Gesagt,
Die kommen am Abend hierher. Ich meine, klar, tagsüber ist es ein bisschen zu heiß, auch sich ins Wasser zu legen. Aber es soll so eine Art Thermalwirkung haben, also Thermalbad. Von daher wird es heiß. Und kostet kein Eintritt. Also ich finde, das ist auch schon ganz schön interessant. Ja. Ist dann passe, oder? Die Eier rausholen. Noch drei Minuten. Also wir brauchen ein bisschen länger wie zu Hause, glaube ich. Also ganz so kochend ist nicht das Wasser. Aber es ist trotzdem sehr heiß. Wenn man unter der Woche herkommt, ist es natürlich wesentlich ruhiger. Am Wochenende ist sicherlich einiges mehr los. Als Urlauber hat man ja dann die Wahl, sagen, okay, ich möchte am Wochenende hierher oder eben unter der Woche. Aber ist tatsächlich sehr schön. Der Dorn wird es gerade warm da vorne an dem Loch. Ja, müsste genug sein. Nee, wenn da reinfallst, dann tust du da echt weh dann. Soll ich da helfen? Oder soll ich filmen? Ich film's. Dann geht jetzt die Eier abschrecken. Also weiter oben ist es ein bisschen kühler. Aber ich glaube, da oben ist auch noch mal eine Quelle. Gibt es halt wieder Eier für den Hund? Ja. Nein, alles gut. Er traut sich halt nicht so ganz. Schlägt er lieber die Hände ab. Ja, schön warm. Okay, ich hoffe, es war interessant für euch. Und ja, wie gesagt, ich habe es in der Videobeschreibung drin. Wenn ihr mal wieder da seid, könnt ihr das ja auch mal auschecken. Okay, dann hoffentlich bis bald in Thailand. Tschüss. Sagst du auch noch Tschüss? Tschüss.